bereit, mein König. Sag, Dinekas, bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Aber nun... stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut! Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne! Für unsere Töchter! Für Sparta! Ich bringe Xerxes deinen Kopf! Xerxes!
Xerxes schickt seine Schafe zum Glockner! Komm, Perser! Ich bringe Xerxes deinen Kopf, du törichter Spartiat! Komm und hol ihn hier! Eine Blutlinie endet mit dir, Spartiat! Ich trinke deinen Lebenssaft! Ich werde dir die Augen auspicken! Versuch es! Und du wirst scheitern! Xerxes ist der König der Könige! Alle wollen sich ihm, wenn ich dich erst ausgelöscht habe! Komm, du Narr! Genug geredet, jetzt stirbst du! Und schon ist mehr Krieger, als du es bist! Wenn ich mit dir fertig bin, werden alle Söhne Spartas Xerxes Sklaven sein! Spartas Söhne sterben lieber! Das lässt sich arrangieren! Ohne deine Armee bist du... Kein Gegner für einen Spartiaten! Wir wurden verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten. Xerxes euch vom Angesicht der Erde... Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen! Und dann morgen wird sich die ganze Welt erinnern! Endlich. Wow, das ist Cas Lela. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist er. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay, los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Fein hoch, Victoria. Du bist der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. Immer ein Schritt nach dem anderen. Verstanden. Wenn du das alles etwas intensiver erleben willst, kann ich die Einstellung auch später noch anpassen. Hier legst du fest, wie viele Informationen ich dir einspeisen soll, während du im Animus bist. Gib mir alle Informationen, die du hast. Ich gehe da ganz sicher nicht ohne Hilfestellung rein. Ich helfe doch gern. Du kannst das jederzeit wieder ändern. Hör mal, Layla, bevor du da reingehst... Wenn dieses Buch recht hat, werden der Speer und die Geschichte alles verändern. Du setzt viel Vertrauen in eine ziemlich unzuverlässige Quelle. Historiker oder nicht, dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber. Und in diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber... Du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre? Das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl liegt bei dir.
sie wird uns helfen zu finden, wonach wir suchen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit. Wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria? Lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Ei, ei, Captain. Resti toni toro e de ira rossi tu sto l'onda e cardi un po' scoppire ton son paga le misse non ti te spenti Zyklop hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sich in seinen... Für letzte Woche! Malaka! Der Zyklop sagte, du spielst gern die Harte. Dann sei hart! Komm etwas näher, dann erlebst du es. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Du musst deine Lektion lernen. Wenn der Zyklop nicht etwas lehren will. Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Ach, danke für die Warnung. Ach. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Phoebe. Es ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar, bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Cassandra? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Ach, was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Seit wann gehört ihm ein Weingut? Seit gestern, glaube ich. Also, Markus, der mir noch Drachmen schuldet, kauft ein Weingut?
Von welchem Geld? Weiß nicht. Wo kann ich Markus' neues, schönes Anwesen finden? Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Nun, ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Genug jetzt. Sagt diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt, schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus und verfüttere es an meinen Vogel. Ich treffe Markus, sobald ich angezogen bin. In Stücke. So dankt ihr mir, dass ihr noch lebt? Keine Manieren.
Das muss das Weingut sein. Direkt vor mir. Da siehst du ja. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Markus. Wie ich schon sagte, das geht so nicht. Warum? Es ist mein Hof. Ich pflanze, was ich will. Die Trauben werden absterben. Jeder einzelne. Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück. Cassandra, den Göttern sei Dank. Phoebe war rechtzeitig bei dir. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Markus. Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein, du magst Wein. Einfach jeder mag Wein und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir? Weil du nicht weißt, wie man Wein anbaut oder verarbeitet. Ich lerne sehr schnell. Man lässt einfach die Trauben wachsen und dann hat man Wein. Ach, so einfach ist das? Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Markus hat immer einen Plan. Also gut. Hast du dann das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich. Naja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, meine Beste, sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt. Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Sami nur auf dich, meine Beste. Wer ist dieser Händler? Doris, du kennst Doris. Ein netter Kerl. Doris? Wie dumm kann man denn sein? Hör auf, ihm Geld zu geben. Er zahlt es mir immer zurück. Aber nur, wenn ich ihm drohe. Ganz genau. Alle gewinnen. Doris kriegt sein Geld, ich kriege meine Zinsen und du hast was zu tun. Kefalenia ist traumhaft, nicht wahr? Wo finde ich Doris? In einem Laden in Sami über dem Hafen. Das weißt du doch, Cassandra. Wird er auch dort sein? Ich bin noch nicht die Pythia. Woher sollte ich das wissen? Wie soll ich die Sache angehen? Nicht wie bei diesem Olivenölgeschäft. Das war ein bisschen zu viel. Ich habe das Geld bekommen. Und jetzt kriegen wir nie wieder was von ihm. Wenn du alle tötest, hat niemand was davon. Drohung und etwas mehr. Kein Problem. Was kaputt machen? Na gut. Stiehl ihm das Geld, wenn es sein muss. Aber stiehl mir nicht meine Kunden. Außer es lässt sich nicht vermeiden. Hoffentlich hat er mein Geld, Markus. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut, aber ich nehme ein Pferd. Es ist viel zu heiß und viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber... Sieh es als Zinsen an, Markus. Alle gewinnen, oder? Ja, meine Beste, natürlich. Such dir eins aus. Ich habe mich entschieden. Welches soll es sein? Ich nehme das linke. Ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst.
Das hier, das will ich. Bist du sicher, denn... Ganz sicher, Markus. Alle gewinnen, besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt. Hat mich nie enttäuscht. Phobos. Denk daran, triff mich am Tempel in Sami, wenn du, dein Geld von Duris hast. Ah, Euterpe, es ist genug Wein für alle da. Keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr. Phöbe wurde entführt. Von wem? Lakaien des Zyklopen. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin sind. In Richtung des Strandes der Itimene. Zum Strand? Kann sie schwimmen? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Duris, Cassandra. Und los. Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben. Die Götter. Mord oder Blasphemie? Weder noch. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du? In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Oh, doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Er kann ein Schelm sein. Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Nun gut, keine Sorge. Ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldnerin. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. Jemand hat hier Opfer abgelegt. Sieht aus, als hätten sie sie hinter die Statue bringen wollen. Oh, hier sieht es. Vielleicht ein Riss in der Wand? Επικαλούμεσαι, Μάκαρ, Πολιώνιμε, Πυρίπολε και Τελετάρχα, Θεόν, Πάτερ, Ιδέ και Ιέ, Σκυπτούχε, Κούρε, Δημάτορ, Βοτριόκοσμε, Οδηγέ των Κομών, Ελθέ, Μάκαρ, Μίστε, Σιβρίων και Χαριμένο, Σεΐ, Επικαλούμεσαι, Μάκαρ, Πολιώνιμε, Πυρίπολε και Τελετάρχα, Θεόν, Πάτερ, Ιδέ και Ιέ, Σκυπτούχε, Κούρε, Δημάτορ, Βοτριόκοσμε, Οδηγέ των Κομών, Ελθέ, Μάκαρ, μίστε Σιβρίων και χαριμένο σε ή. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt.
Natürlich, Banditen. Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. Und hier ist ihre Beute. Sind sie. Ich werde mich an die Malakas anschleichen.
sei still oder ich ziehe die Fesseln ein bisschen enger. Sie wird dem Zyklop mein fettes Lösegeld einbringen. Keiner wird mich zurückkaufen. Die sind alle arm. Sei leise, Phöbe. Im hohen Gras wird mich niemand sehen. Ich darf den Rest der Malakas nicht entkommen lassen. Wer war das? Markus ist der Nächste. Jetzt hole ich Phöbe daraus. Cassandra, ich bin hier. Binde mich los. Ist dir gut? Es war nicht so schlimm. Letztes Mal haben sie mir einen Lumpen in den Mund gesteckt, damit ich nicht beiße. Phöbe, sei vorsichtig. Du bist allein seit... Seit meine Eltern tot sind? Ist schon gut. Ich hab doch dich. Und du hast mich und Markus. Wir sind deine Familie, nicht? Dafür müsstest du schon stärker sein. Lass dich nach! Gib ihm Saures! Hab dich! Weiter! Hoch! Ja, Pater. Spartiaten stehen so schnell wieder auf, wie sie fielen. Den Stab bereit! Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los! Das reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du nicht? Was gibt's heute Abend? Heute Abend essen wir den kleinen Alexios. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht ihn. Nimm mich stattdessen. Ich schmeck besser. Ja, ja, du bist so süß wie Honig. Und jetzt komm rein. Das Lamm wird schon schwarz. Hier, leg ihn in sein Bett. Ja, Pater. Cassandra. Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht. Du wirst dieser Familie Ruhm bringen. Los. Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du dich nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein, die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos, die Steinfaust, will deinen Tod.
Talos, der Söldner? Bleibt mir denn gar nichts erspart. Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Cassandra. Talos, die Steinfaust? Genau das hat mir heute noch gefehlt. Eine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Ella. Los. Dort sind keine Götter, nur Banditen, die den Leuten die Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Oh, ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du nun, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. Doris wird bei seinem Geschäft sein. Mächtiger Kephalos, ich flehe dich an. Schicke uns einen Kämpfer. Jemanden, der deines Speeres würdig ist. Hilf deiner Priesterin in der Stunde der Not. Du hast gerufen? Oh, Cassandra, du hast mich erschreckt. Warum bittest du um einen Kämpfer? Ich brauche jemanden, der würdig ist, den Speer des Kephalos zu gewinnen. Ich habe einige Inschriften im Heiligtum entziffert. Sie sagen, der Speer wurde in den Höhlen unter Kephalenia versteckt, als der Tempel errichtet wurde. Du könntest ihn mir holen, oder? Ich kann dich auch bezahlen. Wenn der Speer in den Höhlen ist, finde ich ihn. Nun, vielleicht wurdest du doch von Kephalos geschickt. Ich sehe, was ich finden kann. Oh, danke. Ich bereite einen Platz für ihn im Heiligtum vor.
Hast du was zu erledigen, Cassandra? Das brauchst du. Komm zu mir, wenn du etwas suchst. Cassandra, schön, dich zu sehen. Unsichtbar.
Man muss nicht unbedingt nah ran, wenn man jemanden töten will. Mach dir einen guten Bogen und Hütte aus dem Schatten. Mach dir nicht die Hände schmutzig. Wirklich? Aber lass die Finger vom Bein, wenn du einen Bogen benutzt. Glaub mir, du brauchst eine ruhige Hand, wenn du dein Ziel treffen willst. Schöne Vorstellung. Cassandra, bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden? Ich war in den Höhlen. Der Speer ist nicht dort. Ich hatte gehofft, das Heiligtum neu zu beleben. Doch wenn das Kephalos Wille ist... Thank you.
αλμή μου πεσέβουση. Waren Auswahl für die ganze Familie. Hallo, Doris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Marcos, er soll selbst herkommen, wenn er sein Geld will. Klar? Ah, aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Marcos, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Das Doppelte, das ist Wucher. Das habe ich Marcos auch gesagt. Du kennst ihn, er ist etwas extrem. Bezahl ihn und dann ist alles vorbei. Sag Marcos, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Marcos dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Malaka. Egal. Trotzdem bist du ihm noch Drachmen schuldig. Sieh es ein. Sobald der Zyklop euch erwischt, werdet ihr beide tot sein. Hey, hör auf! Das gehört mir! Also gut, ich zahle doch. Hör schon auf. Schön. Das Geld gehört dir. Hau einfach ab. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Nimm meinen Namen nicht in den Mund. Ich will nicht, dass der Zyklop zu mir kommt, wenn ihr eure Schulden nicht zahlt. Oh!